sage jetzt mal, in zwei leicht verschiedenen Halbzeiten. In der ersten Halbzeit haben wir wirklich über Wagen gespielt, Chancen gehabt. Mit der Dänen, ich kann schmöse in Führung gehen. Pfostenschuss von mir, Lattenschuss oder Lattenkopfball, dann nochmal eine Chance. Ja, es ist auf der einen Seite bitter, dass wir kein Goal erzielt haben und mit der Niederlage jetzt wieder mit heimfahren. Auf der anderen Seite denke ich, können wir schon ein bisschen stolz sein auf die Leistung. Was hat den Ausschlag gegeben, dass es jetzt vielleicht nur 0-1 ist? Was hätte mehr für drin liegen? Ja, ich sage jetzt, in erster Linie ist es schon die Chanceauswertung. Wenn eine von diesen Chancen reingeht, dann ja, vielleicht wird dann ein kleiner Knoten platzt. Wir haben jetzt in den ersten drei Spielen gesehen, der Mannschaft, dass wir wirklich auch fähig sind, zum Goal zu schiessen. Und wie gesagt, auch heute wieder die Chance gehabt. Von dem her, ja, ist schade, dass es kein Inne ist. Und man hat gesehen, dass Sie artistisch noch zu einigen befugt sind. He? Ja, ja. Schade geht sie nicht rein, es wäre natürlich ein riesen Goal gewesen. Bin ich selber überrascht gewesen, dass Sie so wendig sind? Nein. Ich habe das durch das immer wieder mal im Training üben. Bin früher im Karate gewesen. Und von dem her, ja, bin ich nicht so überrascht gewesen. Wäre natürlich wirklich geil gewesen, wenn es reingeht. Super, danke.